Wenn Narzissten dich attackieren, musst du schneller denken als sonst. Was heißt das? Wenn Narzissten kommen oder toxische Menschen, musst du schneller denken als sonst. Das heißt, sie kommen und aus dem Nichts und attackieren dich auf einmal mit irgendwelchen dummen Argumenten. Beispielsweise, ja. Und ich kann dazu eine Story erzählen. Ich bin jetzt neu hierher gezogen. Neue Wohnung, neues Glück. Und da ist eine Frau, etwas älter, bisschen ungepflegt. Und sie hat anscheinend irgendwelche Probleme, läuft immer überall hin. So, ich mache nur ein Beispiel. Und sie hat anscheinend ein Fahrrad und ich fahre ja auch mit meinem E-Bike und wir haben unten einen Abstellplatz, wo alle ihre Fahrräder haben. Und da sind sehr alte Fahrräder und auch einige normale Fahrräder, sag ich mal so. Und dann neue Fahrräder, wie meins oder sowas. Und jedenfalls, diese Frau kam dann gestern oder vorgestern, wann auch immer das war, aus dem Nichts, kam schon vor ein paar Tagen, wer ihren Sattel abmontiert hat. Und das kann ja nicht sein, immer nur diese armen alten Weiber werden immer beklaut und jeder fuscht an ihrem Bike rum. Und es kann ja nicht sein, dass hier alles geklaut wird in dem Haus. Und ich denke mir nur, was wird hier geklaut? Und wer will an dein Fahrrad gehen, das eh schon 1900 zwei alt ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine, wie lächerlich das Ganze ist. Dann kommt sie irgendwann zu mir, gestern oder vorgestern, aus dem Nichts und sagt, ja, wenn Sie den Sattel abgemacht haben, können Sie ihn auch wieder dran schrauben. Das kann ja nicht sein und bla bla. Ich denke mir, gute Frau, ich habe ein E-Bike, das 10-mal so teuer ist wie ihr Fahrrad. Warum sollte ich einen Sattel abmontieren, ihn auf den Boden legen, weil da liegt der Sattel, hat sie selbst gesagt. Das ist wie fragil und kaputt diese Menschen sind. Vielleicht ist sie einfach nur toxisch, vielleicht ist sie ein Narzisst, ist mir auch egal. Nur das Ding ist, diese toxischen Menschen werden dich einfach attackieren. Sie werden kommen aus dem Nichts und werden dich provozieren. Und sie kommen nicht mal aus dem Nichts. Sie sehen dann vielleicht, da ist jemand, den kann man, der ist ruhig oder sonst irgendwas, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, macht sein Ding, ist erfolgreich oder macht Sport und diese Menschen sind neidisch oder sonst irgendwas. Und sie kommen und attackieren dich dann und meinen, dass du das Böse bist. Keine Ahnung warum, aber es ist einfach lächerlich. Und warum ich sage, wenn, wie habe ich es geschrieben, wenn Narzissten dich attackieren, musst du schneller denken als sonst. Lass dich nicht provozieren. Denk nach, warum sagt sie das gerade zu mir? Um mich zu provozieren. Warum will sie mich provozieren? Weil sie kein eigenes Leben hat. Weil sie unzufrieden ist mit sich selbst, weil sie beispielsweise, ich habe jetzt nur dieses Beispiel genannt, weil es mir in den Kopf gekommen ist, da habe ich das niedergeschrieben und mir gedacht, ich mache dazu ein Video, weil ich einfach nur runtergegangen bin mit meinem E-Bike-Akku, wollte mein E-Bike holen, sage Hallo zu ihr, weil sie mir entgegengelaufen ist, sie sagt nicht Hallo zurück, aber dann geht die Tür hinter mir zu, sie macht die Tür wieder auf und sagt, wenn sie den, weil sie ja vorher mir das schon geschildert hat, ja, kann ja nicht sein, hier wird alles geklaut in diesem Haus und mein Sattel, ich kann ja zwar kein Fahrrad mehr fahren, aber das kann ja nicht sein, man darf ja nicht einfach einen Sattel abmontieren und klauen und dies und das und bla bla. Ein Tag ist es geklaut, den nächsten Tag ist es, liegt er auf dem Boden und den übernächsten Tag ist er dann
wieder geklaut, was weiß ich, das interessiert mich nicht mal. Nur ich will dieses Beispiel jetzt einfach nennen und will damit sagen, wie toxisch und falsch diese Menschen sind. Sie kommen dann aus dem Nichts und attackieren dich, obwohl du keine Schuld an etwas hast. Deswegen fall nicht auf diese Manipulationstaktiken rein und versuch dich dann zu entschuldigen. So, ich meine nicht, dass du Entschuldigung ihr sagst, sondern dass du dann in die Opferrolle gehst und sagst, nein, ich habe aber gar nichts gemacht und bla bla bla, weil das wollen sie. Sie wollen dich uncomfortable, sie wollen dich verunsichern. Sie wollen dich einfach nur provozieren, damit sie dich verunsichern, damit sie den Finger auf dich zeigen können, damit du das schwarze Schaf bist, weil jeder ja ein schwarzes Schaf braucht und der Neue ist ja immer das schwarze Schaf und verstehst du, was ich meine? Deswegen, wenn diese narzisstischen und toxischen Menschen kommen und meinen, sie müssten dich attackieren, schalt schnell, denk schneller nach als sie, weil diese Menschen sind super slow. Diese Menschen können einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen und nur attackieren. Denk schnell nach, handel ein bisschen weniger und rede auch ein bisschen weniger. Komm ins Denken, weniger ins Aggressive oder sonst irgendwas, weil das ist ja auch, was hier ein Kommentar war, von wegen, ja, immer diesen Narzissten und provozieren und irgendwann hat man ja auch genug, man will sich ja auch nicht mehr provozieren lassen, sonst meinen die, man kann es immer mit dir tun. Das Beste einfach, was du tun kannst, ist keine Emotion, keine Reaktion und wenn dann nur ganz locker verbal etwas von dir geben, so, sowas mache ich nicht, weil das habe ich getan. Ich habe dann einfach nur, sowas mache ich nicht. Habe mir gedacht, warum soll ich deinen Sattel abmontieren? Was habe ich davon? Was ist die logische Schlussfolgerung davon, von einem alten, klapprigen Rad, das eh nicht mehr gefahren wird, einen Sattel abzuschrauben und ihn dann auf den Boden zu legen? Geschweige denn, ist das Bike bestimmt 10.000 Mal hingefallen und der Sattel ist von selbst abgefallen. Bestimmt. Bestimmt. Nur so weit denken diese Menschen nicht. Ich denke so weit und weil ich so weit denke, sag ich dir, wenn Narzissten und toxische Menschen dich attackieren, aus dem Nichts dich provozieren, lass dich nicht provozieren. Das ist alles Manipulation. Lass dich nicht provozieren, lass dich nicht attackieren. Sehe es locker, diese Menschen haben kein Leben, diese Menschen wollen dich nur verunsichern. Egal wer es ist, es kann ein Stranger sein, einfach so auf der Straße oder du bist am Autofahren und jemand zeigt dir einen Vogel. Lass dich nicht provozieren. Nimm es locker. Vielleicht lachst du sogar darüber und denk dir einfach nur deinen Teil und genieß weiterhin deinen Tag. Deswegen, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Beispiel einen Einblick verschaffen, warum es unnötig ist, auf diese unnötigen Provokationen einzugehen. Deswegen, denk immer, bevor du etwas sagst oder tust. Wie gesagt, ich habe es hier schön niedergeschrieben. Wenn Narzissten dich attackieren, musst du schneller denken als sonst, weil sonst wirst du es bereuen. Wenn du dann auf einmal wütend wirst, wenn du dich selbst verteidigst oder sonst irgendwas, oder? Es bringt eh nichts. Deswegen in diesem Sinne, ignoriere den Bullshit, fokussiere dich auf dich selbst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war's mit The Soul Channel. Bis zum nächsten Mal. Peace.